Gute Stimmung, gute Laune, gute Musik. Dafür ist das Sommerfest des Schwechater Seniorenzentrums bekannt. Ebenso bekannt ist es für seine besonders einfallsreichen Mottos. Dieses Jahr führte das Thema die Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Gäste nach Bella Italia. Herzhafte italienische Speisen, mitreißende Italo-Hits und eine liebevoll gestaltete Gondel sorgten für reichlich mediterranes Flair und einen stimmungsvollen Nachmittag. Im Schwechater Seniorenzentrum fand dieses Jahr das Sommerfest unter dem Motto Bella Italia statt. Die Besucherinnen und Besucher erwartete ein abwechslungsreiches Programm mit klassischen italienischen Spezialitäten, bekannten Sommerhits und einer eigens angefertigten venezianischen Gondel. Es haben alle fleißig mitgebastelt, fleißig mitgeholfen, dass eben so ein tolles Fest heute mit Gott sei Dank auch italienischen Temperaturen und italienischen Flair entstehen können. Köstliche Antipasti und andere italienische Delikatessen erfreuten die Gäste, während Live-Musik mit italienischen Sommerhits und Evergreens für beste Stimmung sorgte. Ich kann nur bestätigen, es ist sehr spannend, welches Motto jedes Jahr sozusagen so gewählt wird. Und ich finde es auch sehr schön, dass, weil wir haben sehr viele Pflegerinnen aus unterschiedlichsten Ländern hier, dass auch jetzt diese Länder Möglichkeit haben, vor dem Vorhang zu kommen und ein bisschen so die Nationalspeisen zu präsentieren. Heuer sind wir mit Italien dabei, glaube ich, Dolce Vita, glaube ich, das kann schon jeder zuordnen. Schon viele Urlaube haben wir dort, jeder fast, glaube ich, verbracht. Und daher ein großes Lob auf das Team des Seniorenzentrums, die Mühe, die sie sich geben, die Ideen und auch also eigentlich die Liebe, die sie da investieren, glaube ich, das kann man nur loben. Die Anwesenden konnten in Erinnerungen an vergangene Urlaube schwelgen und das gemütliche Ambiente im Garten des Seniorenzentrums genießen. Es sind verschiedene jugendliche Erinnerungen auch. Die Bewohnerinnen erzählen von den Geschichten, von Ferienerlebnissen, die sie gehabt haben in jungen Jahren. Und das bringt immer wieder ein Stück Urlaubsfeeling auch hierher. Auf der einen Seite denke ich, dass alle, die hier das Seniorenzentrum bewohnen, wirklich tolle Möglichkeiten haben, sei es in den Fellmeiergarten, sei es in den direkt angrenzenden Schlosspark zu gehen. Auf meiner Hunderunde treffe ich jeden Tag unheimlich viele, die drinnen im Park sitzen, dort plaudern und so weiter. Also das ist schon sehr wichtig. Auf der anderen Seite, und jetzt komme ich auf die Frage zurück, sind solche Feste schon ganz wichtig. Das ist eine Abwechslung, das ist etwas anderes, das weckt auch Erinnerungen an vielleicht frühere Urlaubsreisen und dergleichen und ja, insofern ist auch diese Abwechslung definitiv nicht wegzudenken und ganz wichtig. Die Kolleginnen gehen so liebevoll auch miteinander um und es ist wirklich schön, das einfach zu sehen. Sie freuen sich schon das ganze Jahr. Es ist ja nicht nur das einzige Fest, jetzt das Sommerfest, was sie gemeinsam ausgestalten. Es gibt dann immer wieder auch zum Fasching ein tolles Fest, wo sie Aufführungen machen. Es ist wirklich schön, immer wieder hierher zu kommen. Feste wie dieses Sommerfest sind eine willkommene Gelegenheit für Mitarbeiter und Bewohner, abseits des Alltags zusammenzukommen und den Zusammenhalt im Seniorenzentrum zu stärken. Ja, das Team des Seniorenzentrums entwickeln ja immer eine Riesenleidenschaft und Herzblut, wenn es darum geht, Veranstaltungen, Feste zu organisieren, zu entwickeln und steht immer unter einem besonderen Motto, heute Italien und insofern das Wetter spielt mit, besser kann es gar nicht sein. Und ja, das streckt sich letztendlich von der Musik über die Dekoration, Getränke bis hin natürlich auch zur Küche als Wesentlichstes. Ja, und macht immer wieder Spaß und vor allem, und das sieht man, zieht unheimlich viele Gäste an. Nicht nur die Bewohner des Seniorenzentrums sind hier, das ist ja sowieso eine Selbstverständlichkeit, sondern auch viele Bekannte von den Bewohnern, andere Gäste aus dem Umfeld und so weiter. Also ja, macht immer einen riesen Spaß und erfreut sich größter Beliebtheit, dieses Fest. Man kann sagen, es ist fast eine große Familie, die hier zusammengewachsen ist über die Jahre, oder? Genau, so das sieht man, spürt man fast wie eine Familie. Und wie sich die Bewohnerinnen hier freuen, glaube ich, kann man nur davon schon sehen. Offiziell Anfang um 15 Uhr, aber 14.30 Uhr, glaube ich, waren schon alle Tische besetzt. Glaube ich, was soll man sagen? Alle freuen sich und sie waren schon alle da. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie viel Freude unsere Bewohnerinnen und Bewohner bei unseren Festen haben, sagt Oliver Jungwirth. Dass man den Bewohnerinnen und Bewohnern eben solche Festivitäten anbietet, aus dem Alltag heraus etwas Neues erleben zu können, Fixpunkte im Jahr zu haben, wo
man sich wirklich darauf freuen kann. Es ist ja nicht nur das Sommerfest, sondern es ist dann auch noch das Weihnachtsfest, es gibt den Bundstand, es gibt das Muttertagsfest. Also ihr seid eh jedes Mal dabei bei uns, wenn wir irgendwas feiern. Und es ist uns und dem gesamten Team ist ja ganz, ganz wichtig, dass wir solche Feste mit den Bewohnerinnen und Bewohnern und deren Angehörigen feiern können, weil das einfach noch mehr zusammenschweißt und die Gemeinschaft noch mehr stärkt.